Kammern sind rein mit Mais befüllt. In der rechten Kammer ist auch noch Grassilage mit drin. Wir fahren dann täglich die Einsatzstoffe in unserer Visierreihe. Der wird einmal pro Tag gekühlt. Daher vorne mal ein bisschen da unten ist Gitter. Und da möchtest du drinnen einen anderen Schutz gekühlt haben. Sollen wir da jetzt aufgekraxeln? Ja, genau. Gegen unseren Bistler, der ist ja, na wunderbar. Jawohl, schön ausschauen tut es ja nicht, gell? Ja. Der ist jetzt ziemlich gefüllt, weil wir heute früh noch Störung gehabt haben. Naja, also, ich bin so groß. Ja. Genau, das. Und dann geht das Gas eh schon durch in den Dienstspeicher noch rein. Da vorne haben wir noch eine Notfackel stehen, die ist ja auch Pflicht. Ist ja auch sinnvoll, dass man das Gas dann auch abfackelt, wenn es wirklich zu viel ist und nicht einfach in die Atmosphäre gelassen. Und dann geht das Gas eben schon fort zum BAKW. Genau, da sehen wir jetzt den Fermenter, unser Gärrestlager. Wenn der Fermenter voll wird, wird es natürlich umgepumpt ins Gärrestlager. Wir können da 6 Monate Lagerkapazität vorhalten. Es geht jetzt schon wieder los mit 9 Monaten und so weiter. Aber das Ganze geht halt auch bloß so lang, wie es wirtschaftlich irgendwie tragbar ist. Ja. Sie spielen auf die neue Düngeverordnung. Ja. Wird vermutlich nicht so schlimm kommen, wie Sie befürchten. Ja, hoffen wir es. Wirtschaftlich werden wir schon mal, oder? Nein, wie gesagt, wir haben ja auch jetzt einiges, sag ich mal, gerettet, was schwer umkämpft war bei der EEG-Reform. Zum Beispiel auch die 130 Euro zusätzlich pro Kilowatt. Installierte Leistung bei der Umrüstung auf Flexibilisierung zum Beispiel. Und das muss man halt einfach dann pro Betrieb ganz genau ausrechnen, was ist das für Investitionen an Blockheizkraftwerk, zusätzliche Leistung, Lagerkapazität fürs Gas und kann man durch die Flexibilisierung einen höheren Preis am Strommarkt erzielen. Das ist eigentlich die Rechnung, weil in Spitzenzeiten, wenn wir viel zu viel haben, geht der Strompreis an der Börse natürlich runter und kann man vielleicht durch die Flexibilisierung bessere Erträge erwirtschaften. Das ist der ganze Sinn. 400 kW Tag und Nacht, es sei denn, es ist der Fall, dass die negative Regelenergie benötigt wird, dann regelt es runter auf 200 kW. Meistens sind es bloß wenige Minuten, dann geht es wieder rauf. Das wird eben automatisch ferngesteuert, da hat der Betreiber selber gar nichts in der Hand. Die Regelenergie, das wird auch über das Next praktisch gemacht, oder? Genau, das läuft auch über den kleinen Direktvermotor. Ebert hat es ja schon angedeutet, wir haben verschiedene, wir haben eine Strombörse, wir haben einen Day-Ahead-Markt. Das heißt, da wird der Strom für den nächsten Tag gehandelt. Dann gibt es einen Intraday-Markt, da wird der Strom bis 45 Minuten vor Aufruf gehandelt. Beides könnten Biogasanlagen problemlos von der Technik her erfüllen. Dann gibt es einen Regelenergiemarkt, da gibt es primär Regelleistung, Sekundärregelleistung und dann Minutenreserveleistung. Positiv und negativ, das ist also unheimlich kompliziert. Und das, was die Sache noch etwas komplexer macht, ist, dass sich verschiedene Produkte gegenseitig ausschließen. Denn wenn ich Sekundärreserveleistung mache, muss ich eine ganze Woche lang meine Leistung anbieten. Und wenn ich aber am Tag nur 8 Stunden erzeugen will, dann beißt sich das. Das heißt, auch dieser Markt, da muss ich noch was tun. Die Märkte sind noch nicht auf diese neuen Situationen ausgerichtet. Da wird sich auch in den nächsten 4-5 Jahren sicherlich Gewaltiges tun. Wir könnten auch in der Biogaserzeugung, was bisher fast undenkbar war, Primärregelleistung bereitstellen. Das heißt, innerhalb von 30 Sekunden ans Netz gehen oder vom Netz runtergehen, um hier also die kurzfristigen Schwankungen auszugleichen. Die ersten Anlagen, Versuchsanlagen gibt es, die das realisieren. Da kann man natürlich dann immer einen ausfahren, sondern da muss man halt 90% der Nennleistung fahren und dann fährt man 5-6% rauf und runter. Das sind so zusätzliche Dienstleistungen, die die Biogaserzeugung bringen kann. Und man möchte es nicht glauben, dass mit diesen zusätzlichen Dienstleistungen es zum Beispiel möglich wäre, die Zeitfenster für Gaskraftwerke zu verlängern, um ihnen eine längere Betriebsdauer zu ermöglichen. Also hier gäbe es viele Möglichkeiten, aber Voraussetzung ist immer, dass sich die Biogaserzeugung diesem neuen Bedarf eben anpasst
und deswegen ja auch diese Beratungsoffensive. Das heißt aber auch, da werden wir wieder größere Anlagen brauchen, die ganz kleinen, die Hochbiogasanlagen. Ist der technische Aufwand zu hoch? Ich denke, das ist nicht nur der technische Aufwand, sondern wir haben ja immer sehr stark propagiert für die Kleine, also für die Viehhalter, macht eine Biogasanlage, aber passend zu eurem Viehbestand. Ja. Und die sollte ja nebenbei laufen, weil das Haupterwerb kommt aus der Tierhaltung. Und wenn ich 100 Kühe oder 150 Kühe habe, dann werde ich kaum noch die Zeit haben, mich intensiv um die Märkte zu kümmern. Das vermarkten über einen, der das professionell macht. Und das kann man in jedem Fall. Das kann man in jedem Fall. Aber so, sagen wir, die ökonomische Schwelle liegt so irgendwo zwischen 150 und 200 kW. Erst dann greift mit Kostendegressionseffekt.